Wie Sie Blender schnell entzaubern mit Urban Priols Trick. Damit weisen Sie Blender und Wichtigtuer sofort in Ihre Schranken. Wir haben das alle ja schon mal erlebt. Da gibt es so Blender und Menschen, die uns mit Irreführung, mit Lügen, mit falschen Argumenten und mit anderen Dingen in die Irre führen und über den Tisch ziehen. Dagegen tun wir was. Was genau? Und zwar ganz einfache Dinge, die sofort funktionieren. Das erfahren Sie im Video. Manche dieser Blender, die geben nur vor, irgendwas zu wissen und zu können. Am besten, sie schmeißen uns irgendwelche Zahlen um die Ohren und machen das mit klarer, fester Stimme und mit starrem Blick. Das ist der Blender-Typ Nummer 1. Beispiel aus der Businesswelt. Ein Verkäufer behauptet, dass er der absolute Experte in Kryptowährungen sei und deswegen müsste man bei ihm sofort und alles Mögliche kaufen. Dabei ist er erst seit 14 Tagen dabei, das erleben wir ja relativ oft. Plötzlich ist jeder Experte und möchte nur selbst Cash machen. Der zweite Blender-Typ ist der, der falsche Fakten verwendet, also der überhaupt auf Fakten setzt. Und es ist ihm relativ egal, wo die herkommen, wenn sie denn überhaupt stimmen. Sodass wir denken, boah, wo weiß er das denn her? Und da wir dazu geneigt sind, Zahlen zu folgen, glauben wir ihm auch noch. Beispiel, im Meeting sagt einer der Kollegen, der Manager-Kollegen, dass sein Vorschlag der absolut beste sei, weil seine Verkaufszahlen so überragend wären. Ja, dabei hat er nur die Zahlen rausgepickt aus der Statistik, die genau für ihn passen. Die anderen hat er weggelassen, die eigentlich zeigen, wie die Situation tatsächlich aussieht, nämlich schlechter. Auch gerne genommen, insbesondere durch Chefs, überzeugen durch Macht. Das begegnet uns auch durch arrogante Politiker beispielsweise oder irgendwelche Wirtschaftsbosse, die im Fernsehen in Interviews einfach nicht rausrücken wollen mit der Wahrheit. Überzeugen durch Macht. Beispiel, ein Chef nutzt einfach seine Machtposition aus, um Mitarbeiter dazu zu bringen, eine, sagen wir mal, ungerechtfertigte Mehrarbeit zu bringen. Und zwar ohne Rücksicht auf die Situation, die zur Verfügung stehenden Ressourcen und die Kompetenz seiner Mitarbeiter. Was ist jetzt die Psychologie, die hinter diesen Blendern steckt? Psychologie bei Überzeugen, bei völliger Ahnungslosigkeit. Eigene Unsicherheit und das Bedürfnis nach guter, starker Führung. Das bringt uns dazu, solchen Dingen zu folgen und denen auch noch zu glauben. Wir folgen einfach gerne Menschen, die stark auftreten und uns glauben machen, sie hätten was drauf. Das entlastet uns und wir müssen selbst keine Verantwortung übernehmen. Aus der Politik kennen wir das ja nur zu Genüge. Die Psychologie hinter falschen Argumenten, also man könnte auch sagen Halbwahrheiten. Die Psychologie dahinter ist, dass wir gerne Dingen Glauben schenken, um uns selbst nicht anstrengen zu müssen. Und weil wir es ja selbst nicht besser wissen, also nicht kompetenter sind an dieser Stelle, glauben wir schon mal vorschnell irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten, die uns um die Ohren fliegen. Psychologie hinter der Psychologie der Macht. Wir folgen gerne Menschen, die stark auftreten. Und Macht, die beeindruckt uns natürlich. Das ist in uns fest angelegt. Da wir selbst nicht gerne Verantwortung übernehmen wollen und da es oft so ist, dass wir die leichte Lösung suchen, unser Gehirn mag es einfach und nimmt sehr gerne die Abkürzung, folgen wir natürlich gerne Menschen, die so auf uns wirken, als wüssten sie, wo es lang geht und die stark erscheinen. Ja, auch das kennen wir aus der Politik. Wie können Sie jetzt diese Blender- und Wichtigtuer entzaubern? Entzauberungsformel Nummer 1, ein Wort. Fragen stellen. Fragen sind Ihr mächtigstes Werkzeug, denn wer fragt, der führt. Und wenn jetzt jemand ums Eck kommt mit Überzeugen, ohne wirklich Ahnung von irgendwas zu haben, fragen wir einfach mal kurz nach. Sie sind zum Beispiel in einem Meeting, ein Kollege behauptet, seine Lösung wäre natürlich mal wieder die allerbeste. Ihre Frage darauf, warum eigentlich? Und Sie können natürlich gezielt Nachfragen stellen, so nach dem Motto, kannst du mal Zahlen, Daten, Fakten dazu liefern, warum das so ist oder wie soll das konkret in der Praxis genau aussehen? Wenn der Kollege jetzt wirklich was drauf hat, wird er das beantworten. Wenn nicht, dann wird er vielleicht aggressiv sogar oder er wird einfach ins Schwimmen geraten. Blender entlarvt. Zweite Entlarvungsformel für Blender. Liefern Sie selbst harte Zahlen, Daten und Fakten mit Quellen am besten. Sie wissen ja, wenn Sie im Business in ein Gespräch gehen, worum es geht, oder wenn Sie in Meetings gehen, was das Thema ist, dann werden Sie sich dazu einfach belastbare Zahlen, Daten und Fakten, also ZDF, besorgen. Und wenn dann jemand mit Behauptungen kommt, von denen Sie schon erahnen, dass die Zahlen ein bisschen aus der Luft gegriffen sind oder einfach nur irgendwelche Behauptungen in den Raum geworfen werden, dann
konnten sie mit klaren Zahlen, Daten und Fakten. Blender entlarvt. Der Kollege Vertriebsmitarbeiter liefert tolle Zahlen aus der Umsatzwelt, hat aber nicht dazu gesagt, dass die Gewinnspanne bei seinen Verkäufen gesunken ist. Sie aber haben diese Zahlen. Jetzt steht's schlecht um ihn. Und das ist gut so. Entlarvungsformel für Blender Nummer 3. Setzen Sie auf Ihr eigenes Selbstbewusstsein. Das geht relativ einfach, indem Sie wieder die Formel Nummer 1 verwenden, nämlich Fragen. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Wer fragt, der führt. Und damit weisen Ihnen die anderen Selbstbewusstsein zu. Gesprächspartner, Teilnehmer in Ihren Meetings oder Ihre Chefs. Ihr Chef setzt auf seine Position und möchte von Ihnen unrealistische Leistungen einfordern. Eine ganz einfache Frage an der Stelle könnte sein, welche Unterstützung bekomme ich denn dazu? Oder noch einfacher, wie stellen Sie sich das vor? Blender und Manipulatoren können überall lauern, sie begegnen uns jeden Tag. Wenn Sie diese Techniken, die Sie heute kennengelernt haben und diese Möglichkeiten, Blender zu entlarven, einsetzen, dann werden Sie nicht mehr über den Tisch gezogen. Das ist mal die frohe Botschaft an dieser Stelle. Wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, dann holen Sie sich mein neues Buch, Das Manipulationsbuch der Rhetorik. Sie finden es bei Amazon.